Jo, herzlich willkommen mal wieder zu einer weiteren Folge Skillforien. Und ja, das hier ist die letzte Folge, wo wir noch upgraden können. Und deshalb machen wir hier mal, geben wir hier mal Chicorine plus 10 Karte. Und ja, dann sieht die so aus, richtig krass. 87er Bewertung, wenn wir so sagen würden. Und ja, ich bin, meine Nase ist zu, ist aber jetzt auch nicht so übertrieben wichtig. Und ja. Hier ist Chicory richtig overpowered und ich würde sagen, es geht sofort ins erste Spiel. Bis gleich. So, Anstoß, Kelvin, macht ein Roulette, dann Scoop-Turn und dann ein Longshot. Der war gar nicht so schlecht. Ich bin übrigens gegen Bayern. So, Deeper, jetzt ein Scoop-Turn. Mit dem Pass auf Douglas Costa und der mit dem Longshot auch gar nicht so schlecht. Ronaldinho mit einem Roulette, mit einem Scoop-Turn. Vanasht hier mit noch einem Scoop-Turn. Dann ein Chop nach einem Scoop-Turn. Und der war aber ein bisschen zu viel. Und ja, Chicory zieht sich den Ball hier erstmal zurück. Macht einen schicken Scoop-Turn und ein Roulette, noch ein Scoop-Turn, noch ein Scoop-Turn. Dann macht ein Ballrollflick, verliert erstmal den Ball, wollte dann einen Longshot schießen, aber das geht dann noch nicht. Und hier haben wir jetzt unseren Innenverteidiger, der sich verletzt hat. Und darauf habe ich dann nicht geachtet, dass wir dann auch eine schlechte Auswechselbank hatten. Und wie man da sieht, habe ich dann als schlechtesten Innenverteidiger hatte ich dann Hummels. Denn Kompany ist komplett overpowered. Und ja, ich hoffe, das macht aber nichts. So, wir machen hier weiter mit Chicory mit Scoop-Turn. Was jetzt? Na, Hacke zu Hacke. Was kommt jetzt? Einen Scoop-Turn und dann ein Roulette und noch ein Scoop-Turn und dieser Scoop-Turn war ebenfalls wieder zu viel, genauso wie bei Ronaldinho. So, Chicory macht weiter mit dem Scoop-Turn, Roulette und mit einem Longshot auch gar nicht schlecht getreten. So, Chicory mit einem Scoop-Turn. Und was jetzt, was jetzt, was jetzt mit einer Ballrolle und dem Schuss zum 1 zu 0 noch vor der Halbzeit. Und da können so Doppelsaltos ruhig sein. Und ja, dann ist erstmal Halbzeit. Da können wir mal auf die Statistik schauen. Ja, sobald der Ball hier jetzt daneben ist. So. Okay, also die ist auf jeden Fall klar deutlich für uns. Die war jetzt ganz kurz, aber egal. Açaí zieht sich den Ball zurück und macht hier erstmal einen frechen McGee-Spin. Und dann der Longshot, der war aber jetzt nicht so gut. Oh ja. So, Kelvin haben wir jetzt. Sie hat das Auge für Chicory. Was macht Chicory? Er macht einen frechen Lupfer und neuer Held. So knapp noch. So, Beister hat wieder mal das Auge für Chicory. Und Chicory macht einen Scoop-Turn. Und das 2 zu 0. Da kann so ein Salto wieder mal natürlich sein. Und ja, Tipe macht erstmal Rainbow. Dann legt er den Ball weiter auf Açaí und der wollte es mit einem direkten Lupfer machen. Das hat aber nicht ganz funktioniert. So, Kelvin auf Chicory. Und was macht Chicory? Er macht den frischen Lupfer über Luft neu und dann im Nachschuss setzt er den Ball dann auch noch rein und dann wieder der Lupfer. Jetzt ist das Spiel endgültig getan. Und ja, das ist es dann auch. Das war das Spiel. Es war ein richtig, richtig cooles Spiel. Chicory ist Man of the Match geworden. 9,5er Bewertung und hat einen Hattrick gemacht. Richtig, richtig, richtig stark. Und ja, so sieht unser neues Team aus, mit dem wir dann nächstes Mal die allerletzte Folge spielen werden. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns jedenfalls nächstes Mal wieder. Bis dann, haut rein und ciao.